So Leute, ich weiß, es ist Mittwoch und ihr fragt euch jetzt, oh mein Gott, warum kommt ein Video? An sich ist es nur etwas sehr, sehr Banales, was ich mal wissen würde. Und zwar geht es um eine Kleinigkeit, die ihr sicher noch bemerken werdet. Allerdings ist das noch so ein bisschen was, wo ich noch ein bisschen Gedanken drüber machen möchte und möchte euch deswegen mal nur ganz kurz was fragen. Und zwar, schreibt mal bitte in die Kommentare, was denkt ihr, beziehungsweise was ist eure Vorstellung von Retro-Games? Also wo zieht ihr da die Grenze? Wo sagt ihr, bis dahin sind es Retro-Games und danach nicht mehr? Sagt ihr, keine Ahnung, wenn die Spiele mindestens 10 Jahre alt sind? Oder sagt ihr, die dürfen nicht im neuen Jahrtausend hergestellt worden sein? Also alles vor 2000 oder 2000 eingeschlossen oder irgendwie sowas? Oder sagt ihr, ja, das ist nur irgendwie der 8-Bit-Bereich oder 8-16-Bit irgendwie SNES, NES-Zeiten? Oder sagt ihr, keine Ahnung, es geht bis zum N64, also bevor dann wirklich so ein bisschen, ich sag jetzt mal, grafisch hochwertiger, ich nenn's jetzt einfach mal so, das Ganze mit einbezogen würde? Also würdet ihr den N64 noch mit einbeziehen, die PlayStation und alles mögliche, also die erste PlayStation? Sagt ihr, ja, das ist noch Retro oder nein, es ist kein Retro mehr? Das würde mich mal interessieren, wo ihr da die Grenzen zieht. Sagt mir mal bitte, was eure Definition für Retro ist, beziehungsweise wo ihr sagen würdet, da ist Retro, da ist kein Retro mehr. Also wo ihr die Grenze zwischen Retro und, na, wie soll ich das andere nennen, Retro und modern seht. Also ich glaube eigentlich, es müsste eigentlich heißen Retro, da müsste noch was dazwischen kommen und dann müsste modern kommen, finde ich persönlich. Also ich meine, ich persönlich, ich will jetzt keinen Einfluss nehmen, ich möchte nur mal von euch das auf jeden Fall wissen. Aber für meine Verhältnisse würde ich jetzt persönlich sagen, GameCube wäre doch noch, also jetzt gerade Wii vor allem, die Wii ist ja jetzt eigentlich nicht mehr aktuell, die Wii ist ja jetzt veraltet, ist nicht mehr modern, weil die Wii U ja jetzt gekommen ist und alles was Neues ist und alles Mögliche. Und trotz allem würde ich die Wii jetzt an dem Punkt nicht als Retro-Konsole bezeichnen, weil sie, das ist ja noch nicht lange her und ähnlich geht's mit dem GameCube, also GameCube ist ja auch noch nicht so ewig lang her. Und deswegen würde ich jetzt gerne mal von euch wissen, was sagt ihr, ist für euch Retro, was sagt ihr, ist Retro und warum? Das würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagen würdet. Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Das würde mich mal tierisch interessieren. Wie gesagt, ich habe da was im Kopf. Aber lasst euch überraschen. Okay, sowas war es von mir. Schreibt bitte einen Kommentar, das würde mich tierisch freuen. Oder schreibt mir eine Nachricht, wenn ihr keine Kommentare schreiben könnt. Würde mich echt tierisch freuen. Wie gesagt, das war es soweit von mir. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play auf Creepy's Worlds oder irgendwie sowas. Also, bis dahin und ciao!